Nun habe ich ihn endlich, den meistgefragtesten Mann des Abends, wie es ausschaut. Gabriel, schön, dass ich dich jetzt endlich an meiner Seite habe. Hallo. Marie, freut mich ebenfalls. Du bist einer der Initiatoren des heutigen Abends, No Ballerinas. Was macht High Heels so sexy? Boah, ich liebe High Heels. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frauen ohne High Heels rumlaufen. Also das ist ein No-Go, ja. Und wo ich von Simona gehört habe, Crocamo, dass eine No-Ballerina-Party ins Leben gerufen wird, da war ich sofort dabei, ohne Wenn und Aber. Und da hatte ich ja gleichzeitig so viele Ideen, ja, was wir machen können. Und ja, wir haben uns was überlegt und ich hoffe, dass das Publikum heute eine geile Show genießt. Was für Ideen hattest du? Beziehungsweise welche Ideen davon hast du heute Abend umgesetzt? Ja, also einer meiner Lieblingsfilme, auch wenn ich ein Mann bin, ja, ist Coyote Ugly zum Beispiel. Ja. Ich fand einfach die Story super geil und auch die Show, was die Ladies in dem Film gebracht haben. Und das hat mich so inspiriert, dass ich zusammen mit der geilen Mode von Simona und auch Peter, dass wir eine ähnliche Show aufziehen können und natürlich mitten in München und da gibt sich diese Location von Ed Moses, hat sich wunderbar angeboten und jetzt sind wir da, die Mädchen sehen geil aus, also die Leute sind auch, wie ich merke, sehr aufgeregt, ja, wir wissen, ein Insider-Witz, aber... Sag mal, du hast also die Choreografie sozusagen für den heutigen Abend übernommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und was ist der, aber das ist ja eigentlich eher ein Hobby, ein Nebenjob, oder? Nebenjob natürlich nicht, das ist mein Hauptberuf. Also, und zwar in erster Linie bin ich Musikproduzent. Ja. Wir haben einige interessante Künstler auf den Markt gebracht. Ja, das meinte ich ja eigentlich. Also Partyinitiator ist ja eher ein Nebenjob, oder? Party, das stimmt, das ist eher ein Nebenjob, weil wir finden, es soll uns Spaß machen. Und dadurch, dass die Künstler auch die Möglichkeit haben zu performen und gleichzeitig in so eine Show einzubauen, das macht mir enorm Spaß. Und das, ja, da bin ich ja mit voller Begeisterung und Herz dabei. Macht Spaß, weil so schöne, sexy Mädels dabei sind bestimmt auch. Bist du denn Single? Nein, ich bin schon seit über 10 Jahren glücklich verheiratet. Ja, aber trotzdem, ich habe eine tolerante Frau und sie erlaubt mir, sage ich mal, mit so vielen hübschen Mädchen zusammenzuarbeiten. Vertrauen ist sehr wichtig da. Okay, also nur arbeiten, ansonsten weiter geht's nicht. Ansonsten, wie meinst du das? Na, ich habe sehr viele Freunde, also, und ja, bei uns ist immer was los und ich freue mich, wenn die eine oder andere was läuft oder auch nicht. Wichtig ist, dass die Leute in erster Linie Spaß haben bei uns, bei Genius Group Productions. Ja. Wie hast du gerade gesagt, du freust dich, wenn da mal was läuft? Ja, zwischen den Leuten zum Beispiel. Wir haben ja so charmante Leute. Aha, ich habe gerade gedacht, so, also meine Frau ist ja ganz tolerant und so und ich arbeite halt mit den Mädels. Ab und zu läuft da auch was, aber ne, ist ja nicht schlimm. Ich dreh mir bitte nicht die Worte in den Mund, okay? Nein. Es hörte sich gerade so an. Aber ich habe gerade auch gehört, du bist ja Musikproduzent. Erzähl mir doch mal ein bisschen was über deinen Job. Also, ich bin da vor circa 2,5 Jahren dazu gekommen, ja, inspiriert durch junge Artisten in München. Und wir waren nur von heute auf morgen in Los Angeles und haben dort mal 2 Musikvideos produziert. Das hat mir so enorm Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, das könnte ich zu meinem Hauptjob machen. Und ich bin viel unterwegs, wir treffen junge Leute ständig, wir haben viele Partys, viele Events. Jetzt tolle Klamotten bekommen wir gesponsert von den ganzen Leuten. Musikjob als Produzent und es ist gar nicht mal so schlecht. Es hört sich an nach, Dieter Bohlen. Es hört sich an, als würdest du ganz, ganz viele verschiedene Dinge machen. Wo führt dein Weg letztendlich hin? Was sind deine Ziele? Ich habe einen 5-Jahres-Plan. Quatsch, nein. Ich bin eigentlich noch total offen. Das tut sich gerade alles rauskristallisieren. Wir haben einiges erlebt. Ich lerne jeden Tag was Neues dazu und ich habe mich noch nicht festgelegt, was ich eigentlich erreichen will. Ich weiß schon, wo ich hin will, aber dieser Weg ist verdammt schwer und ich bin da angewiesen auf viele Leute, die mir helfen. Wie in diesem Fall die Sponsoren Simona Crocamo und die Hugo-Familie, sage ich mal, und viele andere natürlich über Christian Audigier in Los Angeles und viele andere. Also, ich denke, wir machen einen guten Job und die Leute sehen das auch. Sonst würden die uns das nicht so trauen. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Warum habt ihr ausgerechnet das Ed Moses für eure erste No Ballerinas Party ausgesucht? Also, ich bin nicht das Hauptact von No Ballerinas, leider. Also, die Idee haben andere geniale Leute gehabt. Muss ich mir ein Kompliment aber geben, weil das hat mich direkt betroffen, wie ich schon am Anfang sagte.
Da war ich sofort dabei, wo ich gehört habe, und ich wollte unbedingt mitmachen. Und Ed Moses, Legendary Ed Moses, ja, jeder weiß es, es ist eine harte Tür. Ich bin sogar mal abgewiesen worden hier, obwohl ich gegenüber ins B1 jeden Tag eh fast, ja. Und hier dürfte ich mal nicht reinkommen. Und das hat mich so neugierig gemacht, dass ich heute doch eine Veranstaltung hier drin habe. Okay, das hört sich ja auf jeden Fall ganz spannend an. Ich glaube, eine Frage habe ich noch an dich. Ja, eine habe ich noch. Und zwar, was erwartet die Gäste heute Abend? Weil du hast ja sozusagen die Performance hier organisiert, du hast die Choreografie mit den Models besprochen. Also kannst du uns ja ganz genau sagen, was erwartet die Gäste heute Abend? Also die Gäste erwartet eine geile Show, hoffe ich, und zwar die Gorgeous Coyotes aus München. Ja, mehr demnächst unter www.gorgeous-coyote.com. Wir haben diese Initiative ins Leben gerufen, weil ich denke, die Mädchen, die in München sind, sind verdammt hübsch, attraktiv, ja. Und vor allem die Mischung zwischen den Künstlern, die heute Abend performen, unter anderem auch das berühmte Song aus dem Film, Coyote Ugly, und viele andere. Und natürlich die extravagante Kollektion von der Simona, was mir persönlich verdammt gut gefällt. Das hat mir inspiriert, dass ich eine Show auf die Bühne stelle, und ich hoffe, dass die Leute das auch so sehen und das denen auch gefällt, weil die Frauen, die das tragen, sehen verdammt heiß aus in den Sachen. Aber auch die Männer, sorry. Super, also ich würde sagen, uns erwartet heute Abend wirklich ein ganz, ganz heißer Abend. Heiße High Heels, heiße Jungs, heiße Mädels, wir sind gespannt. Vielen Dank, Marie. Ich danke dir.